Nach einer Woche Pause geht es nun weiter mit unseren Fertigungsvideos. Und ich stehe hier neben Daniel. Daniel hat sich um die Pedalerie gekümmert. Und wie ist denn so der jetzige Stand? Ja, also mit der Pedalerie sind wir sehr weit. Wir warten jetzt auf die letzten paar Einzelteile von den Sponsoren und auch noch ein paar kleine Kleinigkeiten, die wir bestellt haben bei Zulieferern. Ja, und noch sind wir sehr weit. Cost Report fertig. Sieht sehr gut aus. Das klingt doch super. Und wie sieht es aus? Gibt es Neuerungen in diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr haben wir eine spezielle Neuerung entwickelt. Das ist ein Schlittensystem. Wir dürfen halt das Bremspedal einen gewissen Grad betätigen ohne hydraulische Bremsen. Mhm. Dies wollen wir dadurch realisieren, indem wir ein Schlittensystem entwickelt haben. Der fährt in dieser Nut nach oben bis zu diesen Absperrbolzen, den wir verstellen können durch verschiedene Löcher. Ja, und das dadurch wollen wir halt rekuperieren. Das bedeutet halt Energie zurückgewinnen vom Motor, um so halt effizienter durch die Endurance zu fahren auf den Events. Das klingt doch sehr gut. Dankeschön, Daniel. Dieses Wochenende haben wir unser Fahrerauswahlverfahren gestartet. Instruktion gab es durch einen unserer Teammitglieder, der große Erfahrung im Bereich Kartsport hat, Chris Schuld. Es wurden zwei unterschiedliche Parcours aufgebaut, die mit einem Kart durchfahren werden mussten. Dies hatte den Grund, dass wir die Ladezeiten unseres Akkus überbrücken wollten, damit wir alle fahren können. Die Zeiten von jedem unserer Mitglieder wurde ermittelt. Nach einem lehrreichen und von vielen amüsanten Situationen geprägten Tag fiebern wir nun den Events entgegen. Die weiteren Auswahlverfahren werden mit den eigenen Raceyard-Wagen durchgeführt. Den Olli wieder zu interviewen. Was ist denn seit unserem letzten Interview im LV-Bereich passiert, Olli? Seit dem letzten Interview haben wir unter anderem die Backbox schwarz lackiert und Gewindebuchsen eingeklebt, die dann dazu sind, den Deckel festzuschrauben. Und hier kann man schon mal sehen, dass auch eine Platine drin ist. Die wurde von der Firma Becker und Müller gesponsert. Hier kannst du jetzt sehen, das ist das Mainboard. Das Mainboard ist zur Motorsteuerung im Auto da und übernimmt auch viele andere Aufgaben. Also quasi ein sehr wichtiges Bauteil. Ja, genau. Und dann habt ihr noch Akkus bekommen. Magst Stimmt. du mir dazu noch was erzählen? Wir haben von der Firma AkkuPower 3 Lithium-Eisenphosphat-Akkus gesponsert bekommen. Und die haben die Aufgabe, die Pumpen im Auto mit Strom zu versorgen und halt das gesamte LV-Netz zu versorgen. Ja, danke Olli. Schön, dass ihr dieses Mal auch wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.